Ich heiße Sie herzlich willkommen zum FPÖ-TV-Magazin. Die Wehrpflichtbefragung ist ein Signal für mehr direkte Demokratie. Die FPÖ tankt beim Neujahrstreffen Kraft für die anstehenden Wahlen. Dazu ist Landesrätin Barbara Rosenkranz Gast im Studio. Und seit 20 Jahren ignorieren Rot und Schwarz die Forderungen des Österreich zuerst Volksbegehrens. Die Auswirkungen werden immer deutlicher sichtbar. Die allgemeine Wehrpflicht bleibt. Wesentlich klarer als von Meinungsforschern erwartet, hat das Volk Ja zu Wehrpflicht und Zivildienst gesagt. Fast 60% wollen den Fortbestand des bewährten Systems. Gleichzeitig hat auch die direkte Demokratie ihren ersten Test eindrucksvoll bestanden. Mehr als 52% der Bürger gingen zur Volksbefragung. Für FPÖ-Obmann H.C. Strache ist dies ein klarer Auftrag, mehr aufs Volk zu hören. Er forderte in einer Pressekonferenz nun eine weitere Volksbefragung darüber, ob die Bürger selbst das Recht bekommen sollen, mit direktdemokratischen Mitteln Gesetze zu initiieren, wie in der Schweiz. Das Volk soll eben nicht zum Bittsteller degradiert werden, wie wir es ja heute noch haben, wo die Politiker und die politischen Parteien entscheiden, über was das Volk abstimmen darf und über was nicht. Nach dem klaren Ja zur Wehrpflicht fordert Strache nun rasche Reformen für einen attraktiveren Grundwehrdienst. Dazu brauche es eine Anschubfinanzierung, denn ich denke, dass die Menschen auch jetzt schon eine zumindest entsprechende gerechte Basisentlohnung verdienen und auch erhalten sollen. Und daher will ich auch, dass man für die Grundwehrdiener und die Zivildiener eben die Mindestsicherung gewährleistet. Für die Reformen seien nun Kompetenz und Sachlichkeit gefragt. Und daher muss natürlich auch die personifizierte Angriffsfläche in der Gestalt von Norbert Darabosch sofort zurücktreten. Alles andere wäre ja eine Fortsetzung dieser unmöglichen Situation, wie wir sie jetzt seit einigen Jahren auch erleben müssen. Die Wehrpflicht war natürlich auch beim Neujahrstreffen der FPÖ am Samstag ein großes Thema. Straches Appell an den Gemeinschaftssinn und gegen die Bequemlichkeit fiel hier auf überaus fruchtbaren Boden. Da mein Sohn, der ist jetzt dann bald dran, auch bald hoffentlich noch einrücken wird. Wir zwei stimmen auf jeden Fall dafür. Das heißt, Sie gehen gern zum Bundesheer, wenn es so wird? Ja, und es kann jeder für sein Land einen Dienst abgeben und warum nicht? Es ist für mich absolut kein Problem. Entgegen ersten Behauptungen zeigten eingehende Analysen, dass auch die jungen Wähler mit einer klaren Mehrheit für den Erhalt der Wehrpflicht stimmten. Der herbeigeredete Generationenkonflikt existiert nicht. Einen Tag vor der Wehrpflichtbefragung war das Interesse der Bürger am Neujahrstreffen der FPÖ enorm. 5000 Besucher kamen in die Pyramide nach Vösendorf und waren begeistert von der Stimmung und den inspirierenden Reden von FPÖ-Obmann H.C. Strache und Niederösterreichs Landesrätin Barbara Rosenkranz. Strache kündigte den Aufbruch in ein neues Zeitalter an. Ein Zeitalter der Liebe zur Heimat Österreich. Ja, liebe Freunde, mein und unser Herz schlägt rot-weiß-rot aus Liebe zur Heimat Österreich, weil wir geleitet sind von dieser Liebe. H.C. Straches Botschaft motivierte die FPÖ-Anhänger in der Pyramide und gab ihnen Kraft für ein Jahr der Entscheidungen. Der H.C. Strache hat in seiner Rede eigentlich das gesagt, was das Volk möchte, vertritt die Interessen des Volkes wie keine andere Partei und wie keine andere Person, der das Volk vertreten soll. Und das war einfach wieder ein unglaubliches Erlebnis. Werden wir hoffentlich an die 30% kommen. Ja, ich meine, wenn wir die 33% schaffen, wäre natürlich schön. Ich glaube, die Stimmung passt auf alle Fälle. Definitiv sage ich, das war eine tolle Ansage für dieses Jahr. 2013 wird ein entscheidendes Wahljahr. Ich denke, mit diesen Worten heute hat er uns definitiv gezeigt, dass wir als Freiheitliche auf dem richtigen Weg für dieses Jahr sind. Der FPÖ-Obmann nahm Bezug auf die erpresserische Besetzung der Votivkirche und verurteilte die Unterstützer der illegalen Aktion sowie den Asylmissbrauch. Er geißelte die EU als Sekte und rechnete mit der Bundesregierung ab, die alles tue, um sich dieser EU anzubiedern, allen voran Kanzler Faymann. Und der Herr Faymann ist der Oberknier in Brüssel. Das ist der, der immer kniend dort hineinrobt, offenbar, wahrscheinlich unter dem Teppich sogar, und ganz erregt ist, wenn er die EU-Kommissare sieht und dann sogar jetzt reden durfte in Straßburg vor kurzem und dort gesagt hat, die Länder sollen auf ihre Rabatte verzichten, nach dem Motto, dürfen wir ein bisschen mehr zahlen, ne? Der Herr Anbiederungskanzler.
Strache kündigte für den Herbst ein Duell mit Kanzler Faymann um die Nummer-1-Position im Land an. Und da kann der Werner Faymann nicht davor davonlaufen. Da wird er sich spätestens am nächsten Wahltag diesem Duell zu stellen haben. HC Strache ging auch auf die Landtagswahlen am 3. März in Kärnten und Niederösterreich ein. Dabei lobte er die Arbeit der Kärntner Freiheitlichen, die anders als die ÖVP in Niederösterreich die Finanzen des Landes gut unter Kontrolle haben. Es ist Zeit, diese absolute Mehrheit der ÖVP und von Erwin Bröll in Niederösterreich endlich zu brechen. Und ich sage, am 3. März gehört dem Herrn Bröll ordentlich die Glatze poliert im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr seid Spitze, Freunde. Ich danke euch. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Niederösterreichs Landesrätin, Spitzenkandidatin der FPÖ, Barbara Rosenkranz. Das Neujahrstreffen in Ihrem Heimatbundesland war ja unglaublich gut besucht. Es kamen viele, viele Niederösterreicher. Welchen Schwung nehmen Sie denn davon mit in den laufenden Landtagswahlkampf? Es war ein großartiger Auftakt in ein ganz wichtiges Jahr, ein wunderbarer Startschuss für ein Jahr, in dem sich vieles, in dem sich Entscheidendes ändern muss. Und ohne jeden Zweifel waren also überwältigend viele Niederösterreicher da, haben die gute Stimmung aufgenommen, sie selber mitgebracht. Wir sind unglaublich motiviert für dieses wichtige Jahr. Am 3. März finden nun die Wahlen statt. Ziel der FPÖ ist es, stärker zu werden und die absolute Mehrheit von Erwin Bröll zu brechen. Was dürfen sich die Bürger davon erwarten, wenn das alles gelingt? Es ist ganz wichtig für uns, dass wir stärker werden und dass die absolute Mehrheit fällt. Denn es ist notwendig in Niederösterreich, dass das Argument wieder zählt, dass die Bröll-ÖVP nicht mit ihrer absoluten Mehrheit einfach drüber fahren kann. Wenn das Argument wieder zählt, wenn wir wieder einen großen Beitrag leisten können, dann wird es ein effizientes Bekämpfen der Kriminalität geben. Wir werden den Asylbetrug eindämmen. Wir werden vor allem auch dafür sorgen, dass Spekulationen ein Ende haben. Und ganz wichtig, wir werden unsere Familien wieder gebührend fördern. Vielen Dank, Barbara Rosenkranz, für das Gespräch. Dankeschön. Die FPÖ ist die einzige Partei in Österreich, die konsequent auf die Probleme zügelloser Zuwanderung aufmerksam macht. Das war auch schon vor 20 Jahren so. Mit dem Volksbegehren Österreich zuerst forderten die Freiheitlichen wesentliche Maßnahmen zur Kontrolle der Einwanderung und Integration. Lichtermeere der Betroffenheit waren die Folge. Und die Regierenden entschlossen sich, weiter die Augen vor den immer gravierenderen Folgen zu verschließen. Die 12 Punkte des Volksbegehrens sind daher heute aktueller denn je. Als in der letzten Jännerwoche des Jahres 1993 die Freiheitliche Partei das Volksbegehren Österreich zuerst initiierte, war kurze Zeit zuvor der eiserne Vorhang gefallen. Die Folge waren enorme Massen an Wirtschaftsflüchtlingen. Die Regierung ignorierte das Problem. Hilmar Kabas, Präsident des FPÖ-Bildungsinstituts, er war damals stellvertretender Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, und Johann Herzog, zweiter Präsident des Wiener Landtags, er war damals bereits Landtagsabgeordneter, erinnern sich. Das Volksbegehren war sicher ein einschneidendes Ereignis in der politischen Geschichte Österreichs und Wiens. Es war das erste Mal, dass auf breiter Basis die Frage der Überfremdung und der Ausländer in Wien und in Österreich massiv der Bevölkerung bekannt gemacht wurden. Das war zu einer Zeit, als man erkennen konnte, dass die sogenannten Eliten in Österreich anfangen, Österreich zu einem Einwanderungsland zu machen. Und wir haben ja den Grundsatz in all unseren Wahlkämpfen vertreten, Österreich ist kein Einwanderungsland. In 12 Punkten schrieb die FPÖ ihre Forderungen für ein neues Einwanderungsrecht nieder. Der Widerstand der politischen Mitbewerber war enorm. Es wurde von sämtlichen politischen Gegnern, vor allem von den Sozialdemokraten in Wien, eine Hass- und Horrorkampagne gegen das Volksbegehren und gegen die Freiheitlichen geführt. Es wurden die Angestellten, die Beamten, die Bediensteten der Stadt Wien ganz persönlich bedroht und es wurde gesagt, dass überprüft ist, werden wird, wer dieses Volksbegehren unterschreibt. Trotz des massiven Drucks unterstützten 420.000 Bürger das Volksbegehren. Umgesetzt sind die Forderungen aus den Bereichen Wohnen, Arbeitsmarkt, Kriminalität, Soziales und Schule freilich noch immer nicht, was die Probleme mit nicht integrationswilligen Zuwanderern seither noch massiv verschärft hat. Wenn man all das sieht, was wir damals gefordert haben, wenn das nur annähernd
durchgeführt worden wäre, würde Österreich auch volkswirtschaftlich, auch sozialpolitisch und so weiter viel besser dastehen. Die FPÖ verfolgt die damals formulierten Ziele weiterhin hartnäckig. Erst beim Neujahrstreffen war Österreich zuerst die zentrale Parole, die HC Strache gemeinsam mit den Bürgern ausrief. Österreich! 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 Um Auswirkungen der inkonsequenten Einwanderungspolitik geht es in unserem nächsten Beitrag. Überfremdung findet nicht nur statt, sondern wird sogar offen propagiert. Türken ermuntern ihre Landsleute, in einem YouTube-Video in der niederösterreichischen Ortschaft Oberweiden sesshaft zu werden. Sogar über eine Kandidatur für den Ortsvorsteher wird nachgedacht. Und ganz unverhohlen ist von der Türkisierung Europas die Rede. FPÖ-TV begab sich ins anatolische Machfeld. Wer hätte gedacht, dass die Ortschaft Oberweiden, eine Dorfidylle im niederösterreichischen Machfeld, ein Anziehungspunkt für türkische Eroberer geworden ist? In einem Video auf YouTube wird die Ortschaft regelrecht als Einwanderungsfleck für türkische Siedler aus Westanatolien beworben. Laut dem Beitrag bauen sich dort sogenannte Saldaer ihre Häuser selbst. Angeblich wird samstags und sonntags auch an den Baustellen gewerkelt. Nachbarschaftshilfe auf Türkisch? Martin Hobeck, Integrationsreferent der FPÖ Wien, hat uns auf das Video aufmerksam gemacht. Die Übersetzung spricht klare Worte über die Hintergründe dieser Siedlungspolitik. Ja, es wird da ganz offen darüber gesprochen, dass also Europa weiter türkisiert werden soll, wie es ganz wörtlich heißt. Und es ist also wirklich hier auch gedacht, nicht nur hier billige Baugründe zu erwerben, sondern in Europa türkisch zu machen. Und da ist hier quasi Oberweiden eine erste Station dazu, ein erster Brückenkopf, wenn man so sagen will. Und das ist also ganz bewusst, wird das in dem Video auch so gesagt. Und einer der Türken, die sich hier angesiedelt haben, möchte auch beim nächsten Mal kandidieren und Ortsvorsteher werden. Offen wird übrigens auch zugegeben, dass Hausfrau sein eine Selbstverständlichkeit ist. Ob dieses Bild auch den Linken gefällt? Wie sieht es tatsächlich aus? Wir begaben uns auf einen Lokalaugenschein nach Oberweiden. Auf den ersten Blick sieht es in Oberweiden nicht anders aus als in jedem anderen Dorf. Aber bei genauerer Beobachtung bestätigen unsere Recherchen den Inhalt des Videos. Wir erfuhren, dass es bereits mehrere türkische Häuser über die Ortschaft verteilt gibt. Und es wird immer weiter gebaut. Der Name einer beteiligten Baufirma ist übrigens mehrmals im Adressbuch von Oberweiden aufzufinden. Und dieses Dorf Salde in Südwestanatolien, da sind mehrere Menschen ausgewandert hierher nach Oberweiden ins Machfeld. Und alle Menschen, die jetzt in Oberweiden leben, Türken, die neu zugezogen sind, sind aus diesem Dorf Salda. Und es wird auch Werbung gemacht, dass aus Salda noch mehr Menschen zuziehen sollen, weil die Baugründe hier sehr billig sind und weil die Menschen einander gegenseitig beim Bauen helfen. Und so soll quasi hier ein neues Salda entstehen und da gibt es eben jetzt auch ein YouTube-Video dazu. Auch der niederösterreichische Integrationssprecher und Landtagsabgeordnete Martin Huber hat keine Begeisterung für die Entwicklungen an der Mach übrig. Ja, wenn man das sieht, das Video, dann weiß man genau, dass in letzter Zeit die Politik absolut den verkehrten Weg gegangen ist, dass es zu einer Zuwanderung kommt, die nicht gewollt ist. Was sagt der zuständige Bürgermeister zur FPÖ-Kritik? Dieser war leider nicht da, als wir uns in das Gemeindeamt begaben. Dennoch ersuchten wir ihn um eine schriftliche Stellungnahme, die aber bis heute aussteht. Die Linie der FPÖ ist jedenfalls eindeutig. Österreich ist kein Einwanderungsland. Es wurde nie beschlossen, dass Österreich ein Einwanderungsland ist. Daher gehört ein grundlegender Wandel in der Einwanderungspolitik. Ob Oberweiden schon bald tatsächlich zu einem türkischen Brückenkopf wird, wie es das Video prophezeit? Wir verließen die Ortschaft mit einem unguten Gefühl. Wenn auch Sie interessante Beobachtungen oder Erfahrungen gemacht haben, über die FPÖ-TV berichten könnte, dann wenden Sie sich bitte über die Mailadresse tv@fpoe.at an uns. Denn wir zeigen, was der ORF verschweigt. Das nächste Mal wieder kommenden Donnerstag um 11 Uhr. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.